Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5 und heute haben wir viel vor. So, heute bin ich mit YouTube Gamescom, das bin ich, und mit Milch spielen wir heute GTA und zwar eine private Lobby und heute zeige ich euch mal wieder in Alltag in GTA 5 wissenswerte Glitches, heute natürlich PS3 erprobt, selbstverständlich, auf anderen Konsolen spiele ich ja nicht. Ihr macht folgendes, es gibt hier in der Nähe des Apartments, was man hier gut sehen kann, ein Tor, ein Gartentor, wo man zwei Personen braucht. Und zwar muss sich einer hier dran lehnen und wenn er das getan hat, Gottes Willen. Dann könnt ihr einfach so an dieses Tor und jetzt könnt ihr. Oh! Mein Gott! Moin, moin! Ja, ihr habt's gesehen. Das war einfach spektakulär. Das können wir gleich nochmal wiederholen. Es kommt natürlich immer auf die Sprungtechnik an, die ihr da benutzt. Achtung. Ich meine, das ist ein ganz lustiger Glitch, weil bei jedem Mal des Berühren des Tores entsteht ein anderes Sprungverhalten. Manchmal fliegt ihr hier über Los Santos, manchmal gleitet ihr wie Michael Jackson über den Asphalt. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Glitch nachzumachen. Das war auf jeden Fall so ein kleines Video über einen Glitch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PS3 und ciao.